So, da, hi, da sind wir wieder mit The Book of Unwritten Tales und heute geht's weiter ins Orklager. Gehen wir Wilbo befreien. Es ist soweit. Der Paladin wollte uns nicht helfen, deswegen kommen wir. Ich sollte mit dem Häuptling sprechen, er wird mir hoffentlich das Tor öffnen. Geh wieder zurück, ist okay. Hallo Häuptling! Zum Gruße, Mensch! Lauf mich endlich rein, schau mal, was ich habe. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus, aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch, er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nein. Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Das ist doch. Schau mal, ein Schild. Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Aha. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh. Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Das werden wir sehen, Mensch. Mit zwei Setteilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, besteht das Kriegerset aus drei Teilen. Und glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Ja, dann erzittere vor dem Schwert der Macht. Ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Elende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten, dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Ich mag dein Schwert. Muss mich entschuldigen. Es ist ein gutes Schwert. Das Beste! Naja, du bist ganz okay. Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor! Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt eins. Hoffentlich honoriert Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Oh, jetzt haben wir bestimmt einen Szenenwechsel zu ihr, zu Ivo. Schätze ich jetzt mal. Spannung. Trommelwirbel. Jetzt werden noch die Bugs versteckt. Dann geht's weiter. Hoffe ich. Oh. Hübsch. Sehr geschmackvoll eingerichtet hier. Ruhe. Wie soll man denn da nachdenken? Muss ich wirklich mit? Och nee. Ich hätte gerne jetzt gesehen, wie es im Orklager weitergeht. Die Tür könnte noch zu einem Problem werden. Nachdem ich dieses kleine Problem mit den Ketten gelöst habe. Ach, Ketten. Kennen Sie doch kein Problem. Keine Chance. Ich kann mich nicht allein befreien. Die Ketten sind massiv und das Schloss erreiche ich von hier aus nicht. So, Cheep Cheep. Hör mal, Cheep Cheep. Kannst du bitte aufhören zu zwitschern? Und das kann ich nicht, wenn du so ein Radau machst. Ja,
ja, aber jetzt sind wir nun mal hier und wir müssen irgendwie Wilbo und das Artefakt retten. Der ist mir doch völlig egal. Elender, stinkender, betrügerischer Mensch. Nee, du hast sie doch nicht alle. Nein, ich stehe nicht auf den. Kannst du die Ketten öffnen? Schau dir mal das Schloss an. Kannst du dich da nützlich machen? Ich weiß auch, dass du kein Schlosser bist. Aber vielleicht kannst du mit dem Schnabel im Schloss herumstochern und dann... Ganz ruhig, sorry, meine Güte. Sorry, Mensch, das hab dich mal nicht so. Kleine Diva. Kannst du nicht Hilfe holen oder irgendwas Sinnvolles tun? Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Flakfeuer. Ich hoffe, das Artefakt ist in Sicherheit. Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Zum Beispiel den Vögeln. Jo. Schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Alleine. Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Tja, dann ist es schade, dass Tante Felicia nicht hier ist. Musst du alles kommentieren, du Mistvogel. So, haben wir hier sonst noch was? Wir hängen oben aus den Augen. Das ist die Zellentür. Da ist noch was Foltergerät. Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Tja, das... So, Vieh. Du? Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Wenn ich dein Herrchen in die Finger bekomme, werde ich... Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Sie steht auf ihn. Wir müssen uns befreien. Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Du... Ach, gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay. Aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung. Versuch's. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Du hast das für das vergessen. Und der Puckel hier? Arschogeleine? Und der Puckel hier? Ja, das ist natürlich logisch. Rutschkusch lieb. Ratter Black. Da, Pollock!
Und was sagst du zu Grolomar Graschuluk Grom? Ja, das ist natürlich wahr. Oh, kalt machen. Ja. Okay. Hier ist cool. Betrachte die leere Zelle. Butterblätterbrunnen! Ja, okay. Was ist das Ding? Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Ein Todeshühnchen. Ein Gummihuhn. Mit dem Gummihuhn können wir bestimmt die Zelle aufmachen. Oh, da ist noch mehr. Irgendwo. Ja. Malaka bum bum. Malaka bum bum. Zu schwer. Das ist ihm zu schwer. Oh, da ist eine Hundehütte. Buduluwawo. Oh, da ist ein brennender Hund in der Haut. Oh, der hat einen Schlüsselbund da. Mensch, das ist ja... Wie konnte ich den nur übersehen? Das heißt, wir müssen den irgendwie ablenken. Nehmen wir das Gummihuhn und schmeißen es in den Topf rein. Oder wir gehen da hoch. Oh. Das ist eine Vase. Aschergeleine? Das ist ein Kissen. Ui. Mitnehmen. Hallo, da steht Purue. Also da fehlt uns der Schlüssel dafür. Betrachte ein anderes Gemälde. Okay, was zu essen. Ninja. Zu schwach. Upsi. Klettern wir in die Vase. Okay, passiert anscheinend doch nichts. Da kann ich bestimmt auch nicht ran, ohne erwischt zu werden. Okay, dann haben wir hier erstmal alles durch, oder? Ja, hier haben wir noch irgendein Gefäß. Dann nehmen wir doch mal eine Kugel. Ah ja. Ich heißt, wir müssen irgendwie... Achso, ich könnte auch einfach so hier rüber gehen.
So. Betrachte das Brett. Aschergeleile? Kann ich da irgendwas machen? Ein Samtkissen drauflegen? Da hinten haben wir da noch irgendwas. Achso, da geht's irgendwo in die Stadt rein. Der Hammer ist ihm zu schwer. Okay. Gehen wir jetzt erst nochmal nach oben. Schmeißen wir noch eine Kugel runter. Ich glaube, die sollte jetzt dann besser fallen. Hoffe ich. Schauen wir mal, was passiert. Tückelück. So, dann wieder nach unten. Dann rollen wir die Kanonkugel mal vom Kiesel. Was zum... Es läuft alles genau nach Plan. Ich weiß zwar noch nicht, was wir jetzt hier gerade machen, aber irgendwas passiert hier. Und das ist doch schon mal ganz gut. Oh, da ist noch ein Banner. Aschergeleile? Einer fällt unter Tage! Aschergeleile? Einer fällt unter... Ja. Dann mal zurück in den Kerker erstmal. Oh, wir können mit dem Feuer reden. Okay. Zip. Ja, moin. Ich frage gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Waffe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Großer Troll. Ein Troll? Der Troll bewacht den Kerker? Richtig. Der hat einen Schlüssel? Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Er ist in Arbeit. Schau mal in die Zelle. Ich brauche einen Schlüssel dazu. Nimm die Kanonenkugel. Zu schwer. Das ist anstrengend, mit den Typen zu spielen. So richtig. Oh, das. Ich weiß nicht, was er meint. Schauen wir mal. Wechseln wir mal auf Ivo. Wenn mir die Kugel auf den Kopf gefallen wäre, wäre es aus mit mir gewesen. Was kann sie alles betrachten? Die Tür, das Ding. Hallo da unten? Der Türspalt ist nur ein paar Zentimeter hoch. Wie zum Henker kommst du da durch? Hast du keine Knochen? Oder bist du ein magisches Wesen? Ein Formwandler vielleicht?
Auf jeden Fall macht dich das viel nützlicher als Cheep Cheep. Das hättest du vorhin beweisen können. Aber du hattest ja Angst vor der Luftabwehr. Wie immer ein erhellendes Gespräch. Danke, Vieh. Ja. Das war's. Jetzt kann ich mit ihr hier nichts machen. Brauchen wir jetzt natürlich wieder den wahren Helden als erstes. Den heimlichen Helden des Spiels. Sliden wir nochmal raus hier. Hallo, Vieh? Ich kann dich hören. Alles gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Hallo? Hast du schon eine Idee, wie du mich befreien willst? Hallo? Bist du noch da? Schon wieder weg. Ich hoffe, es beeilt sich. So. Ich muss ihm hier irgendwie eine Falle stellen. Am besten irgendwas Tödliches. Ich meine, irgendwas, wo keinem was passiert bei. Also der ist echt anstrengend. Ich Und da fehlt uns der Schlüssel natürlich. Nicht zu lange. Ah, das ist kompliziert. Ja, ich brauche den Schlüssel für die Drohe. Das brauchst du mir nicht erzählen, das war sie auch so, das glaube ich dir, du Tipp. Wollen wir mit dem Gummihuhn was machen? Ja. Auf Freude nicht. Ganze Laufe wieder anschauen hier, das ist immer dasselbe, so. Gummihuhn. Wir opfern das an einen dunklen Gott. Du musst das Gummihuhn, um es aufzuschließen, weißt du? Warum soll ich hier jetzt gehen? Du willst mir etwas geben? Damit kann ich nichts anfangen, solange ich hier hänge. Wenn ich frei bin, helfe ich dir gern. Nee. Ja, Schlüssel ist mir klar. Kanonenkugel zu schwer. Ich habe gerade keine Idee, was ich hier machen soll. Leute, ich würde sagen, damit beende ich das erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.